Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Cities Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich hier mal den schönen großen Kreisverkehr gebaut, der wo quasi die Autobahn mit der Stadt verbindet und ja, man staune, es gibt ja, kilometerlange Staus bis zu der Brücke runter. Wahnsinn. Ja, ich werde das Ganze ein bisschen umbauen. Und zwar, wie mache ich das? Also ich will es umbauen, aber wie? Okay, Spiel mal kurz anhalten. Reiß ein bisschen mehr was weg. Okay, jetzt ist die Stromleitung, brauche ich die unbedingt? Ah, da hinten sind wir eh verbunden. Okay, dann brauche ich sie nicht. Stromleitung kann weg. Ja, das kann weg, das kann weg, das, das und das kann weg. Genau. Ah, das noch weg. So, das muss jetzt mal reichen. Gehen wir bis. Bis daher ungefähr. Ja, okay, das geht jetzt hier nicht, weil. Achso, nicht genügend Geld. Aha. Verarschen. Na gut, dann lass das Spiel kurz weiterlaufen. So, jetzt aber, oder? 2400 Credits. Ach komm. 2300. Ja, noch ein bisschen was. Jawohl, muss erst rechnen. So, bauen wir die Straße bis daher und dann bis daher. Geht das so? Ja, kann man so lassen. Passt schon. Cool. Lass mal das Spiel mal weiterlaufen. Dann reiße ich da drüben die Straße weg und dann werde ich hier diese zwei Stadtteile verbinden. Ne? Und zwar direkt. Also quasi von hier eine Straße direkt hierher. Aus dem folgenden Grund, dass die Fahrzeuge von hier kommen, nicht mehr hier durch den Kreisverkehr fahren müssen, dass sie hier rüberkommen, sondern einfach direkt so zack, zack, zack rüberfahren können. Easy, quasi. theoretisch könnte ich hier. Okay, das geht nicht, weil. Ah, okay, jetzt geht's. Was? Also nicht genügend Geld. Jawohl, jetzt geht's. Passt. Jetzt haben wir hier eine direkte Verbindung vom Bürogebiet zum Industriegebiet. Tada! Genau, das erste Fahrzeug fährt schon diese Route. Perfekt. Sowas freut mich immer. Ah, der Stau, ey, Wahnsinn. Machen wir spielen mal kurz ein bisschen schneller. Dann müsste sich der Stau auch bald auflöser. Die stehen ja direkt im Kreis. Ja, auch hier immer mehr Fahrzeuge nutzen diese Route. Ja, sehr schön. Sowas gefällt mir. So, Spiel kurz anhalten. Halt. Anhalten. Jetzt reißen wir das weg. Bis daher ungefähr. So, natürlich die Fahrbahn. Hier wieder erhöhen um so viel, genau, und dann lassen wir es wieder hier. Was? 10.000, oh Gott. Da gibt Gas. 5.000, 6.000, jawohl. Ich mag das normalerweise nicht so, wenn ich das so beschleunige, das Ganze. Denn es zählt ja fast schon wieder als Cheaten. Jawohl, jetzt kann man die Spielgeschwindigkeit wieder anpassen an die normale, an das normale Spielgeschehen. Es kommen auch wieder jede Menge Fahrzeuge. Sehr schön. Hier der Stau wird schon ein bisschen kürzer. Das passt auch so ganz gut. Hier. Warum geht das nicht? Ach, hier ist schon wieder so eine Stütze drin. Mann. Na gut, dann gehen wir direkt hierher. Dann fahren wir halt einfach mal ein paar Gebäude weg. Das ist mir jetzt gerade relativ egal.
Okay, hier geht's nicht, aber hier vielleicht. Mach mal so und so. Haha. Sehr schön. Dann kann man hier wieder ein paar Wohngebiete reinzimmern. Hier genauso. Obwohl ich könnte hier nochmal eine Verbindungsstraße hin machen. Okay. 840 Credits. Ach komm. Na, jawohl, geht doch. Sehr schön. Auch alles voll mit Wohn- und Industriegebieten. Wohn- und Gewerbegebieten meine ich. Hier, das werden wir ändern. Und hier habe ich was vergessen. Sehr schön. Vielleicht hier nochmal eine direkte Straße. Oder hier. Dann ist es eben kein berühmtes Wohngebiet mehr, sondern ja, ein bisschen geladenes Wohngebiet. Hier passt was Größeres rein, da wird zwar keiner so begeistert sein, direkt an der Autobahn. Aber egal, Hauptsache wir haben erstmal Steuereinnahmen, das ist ganz wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Wie schaut es aus mit Strom? Okay, Strom haben wir jetzt überall. Wasser beziehungsweise Heizung. Kostet 4000, habe ich ja fast. Fast. 4000. Na? Jawohl, passt. Okay, hier ist also ein kleiner Fleck, wo es kein warmes Wasser ist, aber das ist eigentlich relativ egal. So, hier werden wir noch Bürogebiete ausbauen. Ha, sehr schön, haben es die Leute von hier auch nicht so weit zur Arbeit. Vorausgesetzt, sie arbeiten in diesem Gebiet. Ja, läuft doch ganz gut. Hier. Was könnte ich hier reinbauen? Hier machen wir mal Industriegebiet. Aber machen wir auch noch Industrie. Hier den Bereich lasse ich erstmal frei, oder? Ja, den lassen wir erstmal frei. Wie schaut es aus in der Stadt? Was haben wir sonst noch für Probleme? Okay, Strom ist immer so ein Punkt. Was? Heizung? Heizung? Oh ja. Passt schon einigermaßen. Wasser sowieso. Müllproblem. Müllverbrennungsstatus. Okay. Im Auge behalten. Gesundheit. Feuerwehr. Nee. Doch, das ist Feuerwehr. Genau. Okay, da oben. Da wird immer gern gezündelt. Was los? Müllberge. Ja, egal. Brauche ich gerade nicht. Polizei. Ja, eigentlich auch überall vorhanden. Hier unten ein bisschen und hier ein bisschen schwach. Hier im Industriegebiet sowieso. Hier werden auch wieder neue Gebäude gebaut. Bildung. Okay, Bildung. Da muss ich auf jeden Fall was machen. Denn es fehlt mindestens eine Grundschule und eine Oberschule. Okay, Grundschule, wo könnte ich die hinbauen? Wenn ich Geld hätte, was kostet die? 10.000, okay. Das haben wir eh gleich. Naja, vielleicht hier so hin. Könnte mir vorstellen. Aber ich denke, die Querstraßen, was ich jetzt hier reingebaut habe, die haben schon jede Menge gebracht. Denn man sieht auch hier, der Kreisverkehr, der ist auch viel ruhiger geworden. Okay, bei Nacht sieht man es natürlich noch besser. Okay, der Stau geht bis von hier direkt bis zur Autobahn. Warum müssen die auch immer alle die gleiche Fahrspur nehmen? Es gibt drei Fahrspuren. Bisschen komisch.
Okay, sagen wir 10.000. Grundschule wollte ich bauen. Daher ungefähr. Das müsste man Grundschule. Ja, fast gedeckt haben. Ah, ich brauche noch eine, hilft nichts. Okay, die hat kein Wasser. Oh, shit. Ich baue einfach mal eine einfache Wasserleitung, die können wir immer noch upgraden, wenn es soweit ist. Genau, dass hier die leeren Felder weg sind, ich baue einfach hier mal eine normale Wasserleitung, die kostet nicht so viel wie die mit der Heizung. Oh, ganz schön teuer. Okay, was haben wir hier für ein Problem? Oder kein Platz mehr. Ach nee. Okay, dann tun wir das mal leeren. Kaufen Sie ein neues Land. Nee, gerade schlecht. Das leert sich auch gerade Gebäude. Okay. Was haben wir hier? Nicht genügend Treibstoff. Ja, haben wir schon gedacht. Und die leert sich immer noch. Ja, quasi Standardprobleme in der Stadt. Okay, hier der Verkehrsstau. Ja, dann nehmen wir wieder ein bisschen zu. Hier brennt's, okay. Sollte ich hier das Gebiet schließen? Okay, was habe ich hier gemacht? Hier fehlt noch was. Nochmal neue Wohnflächen geschaffen. Hier sowieso. Ist nicht so komisches. Ja, okay, es passt schon so. Wie schaut es hier aus? Hier wird überall fleißig gebaut und gezimmert. Ja. Aber es wird langsam. Der Verkehr richtet sich. Oh. Also wer hier wohnt, der muss einen guten Lärmschutz haben. Hey, ja, das sind glücklich, okay. Ja, dann passt's ja. Dann passt es ja. Hat nichts einzuwenden. Okay, Oberschule. Kapazität 1000, berechtigt 1700. Also theoretisch bräuchte ich noch eine Oberschule. Jetzt mal ungefähr daher, würde ich sagen. Vielleicht nehmen wir die normale Schule. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was kostet die nochmal? 24 Riesen. Okay. Können wir da was machen? Hey, da können wir sogar Kredit aufnehmen. Sehr schön. Nee, nicht zahlen. Okay. Ja. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch eine Schule. Also eine Oberschule. Hey, da freuen sich alle. Oder zumindest die meisten, nicht alle. So, nimmt den Betrieb auf. Jawohl. Also gerade so an der Grenze. Ja, passt schon. Es bräuchte nur noch irgendwie ein Verkehrsmittel, was auch die Schüler zu den Schulen bringt. Die Schüler, was die Schüler, es bräuchte ein Verkehrsmittel, was die Schüler zu den Schulen bringt. So ist richtig. Okay. Also Kapazität ist momentan erreicht, würde ich sagen. Passt auch ganz gut. So, Busse. Das sind Busse, genau. Busdepot, 30.000 Credits. Okay, das lassen wir erstmal weg. Ich brauche noch mehr Einnahmemöglichkeiten. Oh, das war teuer. Wir werden noch ein paar Gebiete erschließen. Auch wenn es dann ausschaut wie so ein Schachbrett, aber das ist mir eigentlich. Ups. Na, eine Straße zu weit. Okay. Nee. Genau so wäre es richtig. Denn ich will ja nicht so viele Kreuzungen haben. Also quasi an der Hauptstraße. Deswegen haben wir das so und dann halt
So und so. Ja, jetzt passt, genau. Hier vielleicht auch nochmal so und. Ups, nicht genügend Geld. Okay. Das altbekannte Problem. Wir haben hier nochmal Gewerbe. Hier machen wir ein Gewerbegebiet und hier nochmal ein größeres. Ah, wieder 1200 Credits. Come on, das gibt's doch nicht. Hier machen wir nochmal Gewerbe. Die werden wahrscheinlich gleich jammern, weil sie kein Wasser haben. Und, ups. Ah, okay, so nicht. Dann machen wir es eben. Ach komm, 600 Credits. Ach, jetzt, ach, geht doch. Und hier nochmal zwei Gewerbegebiete. Hier machen wir dann zwei Wohngebiete rein. Ich glaube, hier ist eine Schule, ein Wohngebiet, das bietet sich an. Strom, ja, passt. Wasser, Wasserverfügbarkeit. Dann nehmen wir das fette Rohr. Ah, 3000 Credits. Mann, das ist also teuer. Zum Beispiel ein bisschen ankurbeln. Ich weiß, dass ihr kein Wasser habt. Ah, ein bisschen so und bei diese Richtung auch nochmal Wasser. 5500, oh je. Ganz schön teuer. Jawohl, sehr schön. Kann man Spielgeschwindigkeit wieder anpassen. Vielleicht hier noch ein bisschen rausziehen, genau. Tada! Perfekt. So, wie schaut es jetzt aus in der Stadt? Also Wohnungen haben wir genügend erstmal, würde ich sagen, auch wenn es eine geringe Nachfrage gibt. Gewerbe sowieso, Industrie. Ja, kann man noch ein bisschen was bauen. Muss man aber jetzt nicht unbedingt. Denn ich glaube, das wird sich schon irgendwie einrichten. Wie schaut es aus mit den Schulen? Okay. Vielleicht mal einen Park irgendwo reinbauen. Oh ja, ist unbedingt notwendig. Vielleicht irgendwas Winterliches. Rodelhang. Okay. hier ist Wohngebiet. Genau, die können einen Rodelhang. Hey! Da freuen sich alle. Oder zumindest die Anwohner. Da ändert sich auch gleich die Farbe. Sehr schön. So, wo ist der Paradoxplatz? Den bauen wir dann hier irgendwo hin. Kostet 1000 Credits. Den bauen wir auch hier auch ins Industriegebiet. Und hier nochmal hin. Dass sich die Laune ein bisschen einrichtet. Dass ein bisschen besser drauf sind die Leute. Und hier nochmal. Und hier nochmal. So, jetzt müsste aber die Farbe sich ändern, oder? Jawohl, oben sieht man es. Okay, immer noch ein paar rote oder rötliche Gebiete hier auch besser geworden. Ha, sehr schön. Okay, da unten, da gibt es ein Problem mit. Okay, Heizungsverfügbarkeit. Das nächste Problem, was glaube ich, wenn man eine große Stadt hat. Was kostet das Teil? Nicht das, sondern das? 55.000. Was kostet das? 60.000. Okay. Hier Thermie-Heizkraftwerk. Da müssen wir ein bisschen sparen. Okay, die haben zum Beispiel gar keine Heizung. Oha, scheiße. Wir gleich mal ganz upgraden die Straße. Schaut gleich besser aus. Hier die auch. Was? Also nicht genügend Geld. Kostet 880. Jawohl, passt. Hier wieder ein kleines Müllproblem. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, was ist für diese Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.